Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Ni no Kuni 2. Es ist jetzt schon lange her, dass ich gespielt habe tatsächlich. War jetzt aber auch ein bisschen daran geschuldet, dass... Ja, ich hatte jetzt über die Feiertage kein Internet. Das war toll. Ja, von der ist rein gar nichts mehr zu spüren. Ich muss mal jetzt schon das Glück auf... Ach, das kann ich mich nicht erinnern. Hey, was sagt denn ihr? Jeder hat so seine Vorstellung von einem guten Mann. Ach so, okay, die hatten wir auch schon. Oh, ich hatte ich schon, ich will ich nicht nochmal. Ich bin der König, ich kann mir das aussuchen. 5 Gulden. Lady, ich habe 5 Gulden. Thank you very much. Ah, bla bla, 6 Augen. Kann man nicht rein? Ich werde, da kann ich später Glücksspiel betreiben. Juhu, ich werde eure Stadt Stück für, Kiesel für Kiesel klauen. Meine Freundin ist ein großer Fan von Pudel, aber ich persönlich mag Schafe lieber. Okay. Ja, das habe ich auch noch gesehen. Yes. Ah, Pudel ist einfach hinreißend. Diese klaren Augen unterstreichen die rechtschaffene Persönlichkeit. Von mir aus. Also kein Bad Rapper. Ich bin einfach ein Pechverfolg. Vorhin hatte ich mich hier fast langgelegt. Peinlich. Und meine Frau fliegt auch ständig hin. Sie lebt auch ihr Leben. Ich kann mich auch noch an eine ziemlich tollpatschige Zeit in meinem Leben erinnern. Yeah. Der größte Orakulo im ganzen Land ist kein anderer als Pudel. Tiere? 5 Gulden. Die Kiesel war bestimmt noch sau wichtig. Kann ich dir was Gutes tun? Langhaar. Okay, der pennt einfach nur. Das große Orakulum ist einfach immer sehenswert. Dir wird es die Sprache verschlagen, wenn du davor stehst. Aha. Ich bin jetzt schon hin und weg. Wuffelplatz. Pinscher ist mein Bruder. Ich bin auch das Recht dazu. Ja, ich habe auch schon richtig Angst vor dir. Was ist denn hier los? Scheint der Festung so zu sein. Vielleicht bekommt ihr was zu sehen. Der große Kubikus bestimmt die Steuerrate für diesen Monat. Wenn der Wuffel... auf der Einzelne werden die Steuern für diesen Monat gestrichen. Wie? Wie, keine Steuern? Allerdings hatten wir jetzt schon zweimal nacheinander eine 6. Was bedeutet eine 6? Bei einer 6 werden die Steuern versechsfacht. Was? Versechsfacht? Haben die Leute überhaupt noch genug Geld zum Leben? Die wenigsten haben genug Geld. Oh, das ist normal Schicksal. Hoffen wir, dass wir diesen Monat eine 1 bekommen. Das ist ein sehr bescheuertes System, wenn ich ehrlich bin. Weil auf kurz oder lang wird so einfach die Steuerrate so immens hoch sein, dass sie sich keiner mehr leisten kann. Es sei denn, es gibt noch Zahlen, die die Steuern wieder sechsteln könnten. In dem Fall wäre es wieder okay. Mit einem Würfel die Besteuerung der Bürger zu bestimmen. Ist doch absurd. Passt aber eigentlich zur Stadt. Findest du? Man könnte sie natürlich bestimmen, wie alle anderen Länder auch. Aber es wäre langweilig. Ist doch viel spannender, wenn man ein Glücksspiel draus macht. Wir machen das nicht nur bei Steuern so, sondern zum Beispiel auch bei Gerichtsverhandlungen. What? Bei Gerichtsverhandlungen? Das Urteil wird ausgewürfelt. Ja klar, wer Glück hat, wird freigesprochen. Wer Pech hat, wird bestraft. Oh, das ist genius. Gleich beginnt die Zeremonie. Lady of Fortune, may luck be on our side this month. Die Steuern für diesen Monat werden wieder versechsfacht. Oder heißt es, dass du nur sechsfache Steuern zahlen musst? Und das war auch überhaupt erstmal, selbst wenn das jetzt nicht so offensichtlich gewesen wäre, die Art und Weise, wie das Ding gewürfelt hat,
lässt sehr einfach manipulieren, was rauskommt tatsächlich. Weil es im Grunde einfach nur hingelegt wird. Nahezu. So, dann ist schon wieder eine 6. Oh weh, aber das kann man nichts machen. Der Wuffel hat gesprochen. Da ist garantiert ein Magnet in dem Ding drin. Das war also 16 jetzt. Am Anschein nach ist das nun schon der dritte Mal im Monat in Folge, in dem eine 6 fällt. Das kann doch gar nicht sein. Da googelt doch irgendwer. Wahrscheinlich mit Magneten. Mag sein, aber bisweilen wissen wir es nicht. Knöpfe jetzt auch erstmal diesen Oberorakel vor. Das war dort. Das nennt man anscheinend das große Orakelum. Da hat Sextinus vor. Da ist Sextinus vorhin reingegangen. Ja, genau. Leider hat Nir den Wald. Okay. Spezialaufträge. Unbekannt. Unbekannt von 12, okay. Juju, lass uns. Wer hat Angst vor Kubikus spielen? Ah, Juju wahrscheinlich. Jukan. Hey, hätte aber größer gesagt. Ist einiges wert, nicht wahr? Hey, was willst du von Juju? Ich war doch vorhin da. Warte, bis du dran bist. Juju, trägst du mich? Mit dir will ich nicht reden, du stinkst. Du, für einen Lehrling bist du mir zu winzig. Ich stehe noch ganz unten in der Rangordnung, aber endlich bringt mir der Boss alle Kniffe bei, die zur Arbeit gehören. Aber nur so unter uns. Sein Gesicht ist schon gruselig, oder? Als ich ihn das erste Mal sah, lief es mir erst keinen Rücken runter. Menno, schon wieder eine 6. Also auch diesen Monat noch 500 Gulden Taschengeld. 500 Gulden? Wow, deine Eltern sind bestimmt voll reich. Meine Mama gibt mir gerade 25 Gulden. Ich habe als Kind gar kein Taschengeld gekriegt. Hey! Du, kann ich extra Nachtisch haben, wenn wir zu Hause sind? Du weißt doch, dass wir sowas kein Geld haben. Deswegen müssen wir schon wieder deine Sechsfachsteuern zahlen. Ehrlich gesagt, bei diesem System würde ich einfach immer versuchen, davon auszugehen, dass eine 6 kommt. Und alles andere, was irgendwie übrig bleibt, wenn mal eine 1 oder sowas anderes gewürfelt wird, würde ich einfach zur Seite legen. Unbefugt haben wir keinen Zutritt. Wir kommen auf von mir. Wir müssen etwas mit dem obersten Orakel Sextinius besprechen. Sextinius ist ein vielbeschäftiger Bautz. Er fängt uns keine Besucher. Aber es ist dringend. Spielt keine Rolle. Was sagst du dazu? Wenn wir die Würfel darüber entscheiden lassen. Gewinnen wir, lässt uns durch. Willst du mich wuffeln? Hört, so soll es sein. Wenn ihr aber verliert, werdet ihr einen entsprechenden Preis bezahlen müssen. Und mit Preis meinst du Geld, habe ich recht? Nun gut. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Wenn ihr eure Wetteinsätze beisammen habt, sagt mir Bescheid. Wie viel brauchen wir denn? Ich habe gerade deine Bereitung. 1000 Gulden. Ja? Nun, dann lasst uns beginnen. Hey, ich habe 1000 Gulden, das wusste ich gar nicht. Wir spielen Schwarz und Rot. Für dieses Spiel braucht man 3 Wuffel. Ich werde zuerst 2 Würfel werfen. Dann, bevor ich den dritten Würfel werfe, müsst ihr wetten, ob die gesamte Augenzahl aller 3 Würfel 10 übersteigt oder nicht. Wenn ihr glaubt, dass die Summe der Augen 11 oder mehr betragen wird, sagt ihr rot. Glaubt, dass sie 10 oder weniger betragen wird, sagt ihr schwarz. Es gibt auch eine Sonderregel. Fallen 3 Einser oder 3 Sechser, so kehren sich rot und schwarz um. Interessant. 3 Einser zählen 3 Augen, aber gelten als rot. 3 Sechser zählen 18 Augen, aber gelten als schwarz. Das ist alles verstanden? Die Regeln sind ganz einfach. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich werde es schon rausfinden. Wenn die ersten Würfel günstig fallen, gewinnen wir auf jeden Fall. Ein Glücksspiel, bei dem die Bank im Nachteil ist. Well, no. Ein paar hübsche Würfel, die du hast. Das ist bestimmt was wert. Ich fot weg das. Ein heiliger Würfel. Nur wir Orakulos dürfen sie verwenden. Also, das Spiel beginnt. Ich werfe die ersten 2 Würfel. Sind bestimmt gleichfarbig. 6 und 1.
Macht 7, was wird es werden? Rot oder doch schwarz? Oh, das ist echt schwierig. Naja, die Chance ist tatsächlich 50-50 jetzt bei einer 7. Dann sag ich mal 11 oder mehr. Rot, also gut. Wenn der letzte Würfel eine 4 oder mehr zeigt, hat er gewonnen. Ich habe jetzt den dritten Würfel. Ich werde jetzt geskriptet und es wird garantiert. Ja. Ach, doch, das bedeutet also schwarz. Ich habe gewonnen. Mann, oh. So schade. Das war's. Weitermachen, aber weiter erzählt er sich. Was sagst du? Hey. Sei besser vorsichtig. Go on, my son. Es ist wahrscheinlich vollkommen egal, was ich mache. Hoppla, wir haben zwei Einser. Das ist sehr günstig, ergibt es für euch. Ist es das, wenn er nochmal eine 1 würfelt, werden es 6er. Das wird jetzt die ganze Zeit so ablaufen. Also rein theoretisch, wenn er 2 Zweier würfeln würde. Ach nee, das kehrt sich dann auch um. Nee, dann wäre es ja nur schwarz, aber es ist vollkommen egal, was wir jetzt nehmen. Er wird das andere haben. Natürlich. Macht nichts. Ach, ich kann gar nicht nein sagen, oder? Ja, das ist. Ich sag das, es wird immer so laufen. Wenn ich jetzt nämlich schwarz sage. Warum ist das Ergebnis sonst rot? Ach so. Die wahrscheinlich. Ich sag rot, weil das wäre eigentlich das Wahrscheinlichste, aber es ist egal, was ich nehme. Es kommt das andere. Ja, ganz unauffällig. Außerdem sagt er auch nie, wie viel wir. Er sagt nie, wie viel wir verlieren. Lass es bleiben, Evan. Ich habe gerade ein gutes Gefühl. Ja, es war so klar, dass es jetzt so viel ist. Was der Angst, das war 1000 Gulden. Was denn? Ich habe euch doch vor eben 9 Runden gewarnt, dass der Wert also steigen wird. Aber du hast nie gesagt, wie viel, und deshalb ist es eigentlich eine nichtige Wette. Denn der Einsatz muss betitelt sein. Der Einsatz jede Runde für 100-fach. 1000 mal 100 mal 100, das macht nur mal 10 Millionen. Das ist absolute Frechheit. Aber er hat es tatsächlich gewonnen und wir haben zugestimmt, ohne genau nachzufragen. Oh, also, das Geld haben wir nicht. Wenn ihr eure Schuld nicht sofort begleichen wollt, müsst ihr eben einen Kredit aufnehmen. Ich hätte eine Alternative, ich würde die Wache jetzt einfach umlegen und den König auch umlegen. Dieser Kredit wird euch folgen, bis ihr die Schulden begleicht. Machen wir jetzt. Wir können Sextilis nicht treffen, und jetzt sind wir auch noch verschuldet. Ach, halt den Schnabel, nämlich das Vogelfieh. Ach, das ist doch kaputt!
Aber guckt euch mal um, wir sind hier nicht die Einzigen, die so ein Gefühl an der Backe haben. Ah, bevor ich es vergesse, ist mir aufgefallen, wie merkwürdig sich beim Spiel vorhin der dritte Würfel bewegt hat. Das habe ich auch gedacht. Was, ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur auf das Ergebnis konzentriert. Ich wusste, dass sich in diesem Würfel ein Mechanismus befindet. Ha, deswegen wollte der Orakelkerl mich seine Würfel nicht anfassen lassen. Wegen heiliger Würfel. Wuffel. Wenn ich seinen Würfel in die Finger bekomme, dann können wir vielleicht beweisen, dass hier falsch gespielt wird. Lasst uns mal unser Glück in den Casinos versuchen. Da die Casinos hier staatlich sind, kommen wir beim Würfelspielen bestimmt die gleichen Trickwürfel zum Einsatz. Einverstanden. Das ist eine gute Idee. Ei, auf ins Casino. You owe me! You owe me! Geld! Ich würde das Ding einfach kaputt machen. Ich habe noch keinen einzigen mit so einer Krähe gesehen. Was ist das hier? Und, ach, die haben beide einen. Den einen habe ich gar nicht gesehen. Ich habe noch keinen einzigen mit diesen Krähen gesehen. Aber den Leuten muss doch auffallen, dass hier falsch gespielt wird. Einer umgibt die Herrschaft. Ich darf nicht rein wegen der Krähe, oder? Im Casino 6 Augen ist Person mit Krediten die Spielteilnahme leider untersagt. Das heißt, Erwin bleibt draußen und ich gehe rein. Oh, ach so. Das wird kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spielen nur zusehen. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr cool an. Ich wünsche einen unterhaltsamen Aufenthalt. Gerade noch mal gut. Kann man hier auch Blackjack und sowas spielen? So sieht also ein Casino von innen. So sieht also ein Casino von innen aus. Wenn wir alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. In meinem Heimatland gab es auch solche Etablissements. Die Welt mag eine andere sein, aber das Wesen seiner Bewohner bleibt immer gleich. Wird auch ein Kredit. Ah, hast du ja auch ein Kredit angefangen. Wir haben wohl beide eine Fischringe, was? Geld! Oh, sind das die Preise? Oh, sie verlassen kann? Was soll das der Rezeption wird? Hier ist nämlich der Prämienschalter. Ich möchte Wuffel spielen. Na sowas. Dass du in deinem Alter schon für so Erwachsenenspiele interessiert. Aber ich glaube, da warten wir lieber noch ein paar Jahre, hm? Ein süßes Stimmchen, die Dame. Nein, die Atmosphäre im Casino ist bereits einzigartig. Die Spannung in der Luft ist elektrisierend. Natürlich hätte ich Geld zum Spielen, wenn ich wollte, aber ich schaue lieber zu, das ist mein Ernst. Ach, mit dem muss ich sogar reden. Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus, von wegen die Wurbel seien gezinkt, aber das ist völliger Unsinn. Das ist schließlich ein stattliches Casino. Und in Goldorado sind die Wurbel heilig. Da würde doch niemand falsch spielen. Wäre ein Verrat im großen Kubikus. Man sollte seine Niederlage mit Würde tragen und nicht anderen die Schuld geben. Guck mal, Wolle. Welches Casino? Ich die ganze Zeit Wenn ich die ganze Zeit anstache, niemand, gar niemand, als würde ich so das tun. Die Puppel im Casino. Ja, das ist ein klasse Gesicht, was? Wenn ich solche Puppel hätte, würden die Frauen auch nicht fliegen. Hätte es die gleiche Art Puppel, die auch die Orakulos verwenden. Die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Also schlagst du besser aus dem Kopf. Gewöhnliche Leute wie wir kommen sowas höchstens träumen. Warte mal, spielen die hier mit diesen Puppeln? Also, das Einfachste wäre einfach, bei so einer Spielerunde kurz warten, bis der Typ abgelenkt ist und dann einfach zugreifen und rausrennen.
Hier ist keine Wache, die dich aufhält. Wie schnell du hier aus der Stadt rausgerannt bist, bevor irgendwas passiert. Hier würde ich auch gerne mal die Sau auslassen. Ich hätte immer eine Schwäche für Glücksspieler. Ich mach mich kurz hier bitte sehr ruhig. Wenn man sich vergnügen will, ist das hier das Paradies. Man kann allein bei den Spiel gewinnen leben. Übrigens, in Deutschland, wenn ihr regelmäßig spielt wenn ihr regelmäßig Geld durch Spielen einnehmt, Lottospielen ist ausgenommen, weil das absolute Zufall ist, sondern hier zum Beispiel Kartenspielen und sowas, müsst ihr das versteuern. Wenn ihr davon lebt, tatsächlich. Alright. Sie können gerne zusehen, aber bitte tun Sie nichts, was die Spiele ablenken könnte. Kann ich die Wuffel nehmen? Ja. Yeah. Ja, bestätigen Sie. Bitte belästigen Sie die anderen gestern nicht. Oh, ich werde kreditlos. Ich werde kreditlos. Bleib hier. Ich werde kreditlos. Ich bin schuldenfrei. Ach, verdammt. Ich dachte, ich hab's geschafft. Ich dachte ehrlich, ich habe jetzt ja nur was für Dumme. Aber diese hohen Steuern kann man sonst kaum bezahlen. Ah, das System funktioniert. Ich verstehe schon. Wer will nicht mit mir reden? Mit der will ich noch nicht reden. Shanti. Scofie da drüben, der gerade ganz spielvertieft ist. Bei dem könnte es klappen. Stinky ist nicht mehr zu setzen. Ich besitze. Er scheint sich etwas zu verschätzt zu haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn mehrere auf ein Würfelpaar setzen, dann können es immer welche geben, die gewinnen und welche, die verlieren. Und die werden natürlich eher in die Richtung arbeiten, dass mehr Leute verlieren im Grunde. Mit einem Kredit kannst du leider nicht an einem Glücksspiel teilnehmen. Das soll mit Krediten von außerhalb die Spielteilnehmer leider untersagen. Aber bitte fühle sich trotzdem frei, die Atmosphäre unseres Hauses zu genießen. Okay. Hat man hier im Casino irgendwas komisch vorkommt? Naja, die Croupiers scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Auch wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfter zum großen Kubikus gehen und mein Glück aufpolieren. Jeden Tag. Ein dreimal pro Tag. Wahrscheinlich bezahlt man auch noch für sein Glück, dass man hier eine bessere Chance hat. So, das soll erstmal reichen. Hoffentlich haben die anderen was Nützliches herausfinden können. Well, no. Wie ich es mir gedacht habe, die Croupiers in diesem Casino benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie die Oraculos. Also murmeln sie wahrscheinlich auch. Ah, das war klar. Oh Gott, ist der fett. Und? Video mogeln. Darauf schwöre ich jeden Eid. Der hat er sogar zwei? Ne, der hat bloß einen riesen fetten. Money! Gelder! Oh, come on! Ich glaube, ich spinne. Du hast dir ernsthaft so einen Vogel aufrummeln lassen. Naja, ich habe mich wohl ein bisschen von der Stimmung hier mitreißen lassen. Okay. Naja, wie viel Wiesen hast du gemacht? Nicht viel, bloß ein paar. Ein Gentleman redet nicht über Geld. Mal wieder typisch. Der hat den Kopf nur. Auch nur, damit es nicht in den Hals regnet. Ja, war egal, ich habe was Wichtiges, das ich euch zeigen muss. Aber besser nicht hier. Lasst uns woanders hingehen. Sure. Gut, lasst uns am besten eine Herberge suchen. Da sind wir ungestört. Kurz ist... Ja, das... Guck einfach mal durch hier, weil das interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Das könnt ihr dann selber schauen. Hatten wir, glaube ich, schon das hier unten, ja. Okay, der ist auch ziemlich fett. Ein schlichtes Band. Wahrscheinlich sind 10 Millionen auch gar nicht so viel Geld. Ich weiß es aber gar nicht. Bei dem, was wir aktuell einnehmen, ist es schon recht viel. Und wenn ich schon mal hier bin. Hui! Muss ich doch hier. Hey, willkommen. Dürfen wir
kannst dich hier einen Moment ausruhen. Yes. Okay, doch, mach das nicht bequem. Also Shanti, was ist los? Was wolltest du zeigen? Ich habe mir vor dem Casino einen Würfel ausgeliehen. Huh? Wirklich? Aber das ist doch Diebstahl. Pirat, außerdem habe ich ja nur geliehen. Aber interessant. Interessiert dich denn gar nicht, was mit diesen Würfeln auf sich hat? Watch this. If I press the one, we get a one. And if I press the five, a five. Now two. Beginner's luck. Oh, cheeky beggars. So that's it. Aha. Also das ist also ein Trick dahinter. Kein Wunder, dass dieser Torwächter so viel Glück hatte. Aber der Mistkerl zieht das Fell in die Ohren. Na los, stell wen zur Rede. No. Warte, nicht sag ich. Erstens wird er sicher alles abstreiten. Zweitens sollten wir uns mal mit diesen Würfeln nicht erwischen lassen. Ah, ich habe eine super Idee. Wir müssen einfach doch mal... Und dann? Direkt danach? Und dann? Boom! Was sagt ihr? Na los! Der beste Plan aller Zeiten, oder was? Wahrscheinlich gehen wir ins Casino und drehen den Spieß irgendwie ein bisschen um mit unseren kleinen... Unsere kleinen Kreaturen werden ja von den anderen nicht gesehen. Die könnten rein theoretisch auch oft heimlich auf die Würfel drücken oder sie umdrehen nochmal. Das wäre echt fies. Und das soll funktionieren? Puh, mir fehlen die Worte, aber wenn es wirklich klappt, dann hätten wir Fisch am Haken, ohne Zweifel. Was sag ich doch? Ich sorg schon mal dafür, dass es klappt. Also hopp, ab zur Wache. Tschüss, alte Dame. Ich weiß gar nicht, ob man das hätte sehen können beim Spielen. Das hat mich jetzt mal interessiert. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet, weil ich eh davon ausgegangen bin, dass es geskriptet ist und es vollkommen egal ist, was ich mache. Sonst hätte ich mir das höchstwahrscheinlich auch geguckt, woran es liegt. Aber ich bin auch nicht so schlecht im Knacken von solchen Sachen. Ich bin nicht super gut, aber schlecht bin ich auch nicht. Seid ihr zurück, um eure Schulden zu begleiten? Ich möchte noch einmal ein Spiel versuchen. Das können wir gerne machen, aber du wirst dich sicher nur noch mehr verschulden. Nein, diesmal gewinne ich. Sammy, ich hoffe, du weißt, was du tust. Und wofür entscheidest du dich? Red. Time to put our little plan into action. Let us begin. What? Betrüger, er hat irgendwie das Ergebnis manipuliert. Das kannst du nur wissen, wenn du auch manipuliert hast. Really? Wie soll das gehen? Das ist dein Würfel und du hast ihn geworfen. Warte mal, dachtest du vielleicht, du kennst das Ergebnis schon? Hast vielleicht sogar selber geschwindelt? Ihr nennt mich ein Schwindler? Dafür werdet ihr nicht. Dafür habt ihr nicht den geringsten Beweis. Was ist das für ein Rabau?